Himmel besteht aus Luft. Bär, Hallöchen! Hurra, wir gehen zum Angeln! Oh, Fotos! Oh, wow, das sind echte Vulkane! Bist du das? Dein Papa ist mit dir zum Wandern in die Berge gegangen? Das ist echt cool. Meine Güte, was für ein Abenteuer. Ich wünschte, ich könnte auch mal wandern. Bär, wieso gehen wir eigentlich immer nur zum Angeln? Komm schon, wir wandern. Hier, dorthin, wo du damals warst. Ich möchte auch mal echte Vulkane sehen, mit eigenen Augen. Und dann machen wir von uns beiden Fotos und kleben sie ein. Das wird toll. Hurra, wir gehen zum Wandern. Wo steckt denn bloß das Allerwichtigste? Ah, da ist es! Wehe, du isst sie alle ganz alleine auf. Zu Hause bleibt. Aber wandern ist nicht fade, wenn man sich die Zeit vertreibt. Schlafsack, Wasser und ein Snack, das muss alles ins Gepäck. Wer gern wandert, gibt niemals auf, denn der hat es richtig drauf. Nimm zum Wandern lustig zieht man durch das Land. Ist er nicht fit und hält nicht Schritt, reich ihm einfach deine Hand. Da, da ist ein Schmetterling. Schlafsack, Wasser und ein Snack, das muss alles ins Gepäck. Wer gern wandert, gibt niemals auf, denn der hat es richtig drauf. Hey, willst du schon Pause machen? Stark, uns kann nichts halten. Wandern schnell durch Berg und Tal. So kann man den Tag gestalten. Jede Pause wäre Qual. Schlafsack, Wasser und ein Snack. Wow! Das muss alles ins Gepäck. Wer gern wandert, gibt nicht auf. Denn der hat es richtig drauf. Platz, oder Bär? Ist hier endlich unser Rastplatz? Yay! Bär, wo bist du? Zurück, bevor du die Augen aufmachst. Bleib da, wo du bist. Puh, ich bin so durstig. Ach, hätte ich doch nur einen Tropfen Wasser.
Haben wir uns verlaufen? Sag's mir ruhig. Wow, ein richtiges Abenteuer! Gut, und was machen wir als nächstes? Tschüss sagen. Also gut, jetzt können wir beide auch zum Angeln gehen. Buntstift auf der Landkarte rum. Ah, ihr macht eine Wanderung an malerische Orte. Bewegung an der frischen Luft und romantische Idylle. Kunstmalerische Baumstamm-Tonübungen? Da bleibe ich nicht zu Hause. Ich bin total beweglich und malerisch dazu. Nicht wanderfein und künstlerisch geschmückt? Oh, du, wofür hältst du mich? Du weißt wohl nicht, was ich alles drauf hab. Ich bin so stark, dass ich sogar Bären umhaue. Ich hab den Weltrekord im Gewichtheben mit nur einem Arm. Ich bin stark. Fett wie ein Turnschuh. Nein, ich war noch viel besser. Hoppla, hoppla, hoppla. Genau. Ich hab da was im Schuh. Du kannst ruhig weitergehen. Ich frag mich, wo die ganzen Steinchen herkommen. Großen Wüste rumstehen? Die hab ich mal gebaut. Und das war ich. Berühmte Bild von der Lisa Mona? Ich war das Modell. Du bringst mich zum Lachen. Wenn du Modell stehst, dann kann der arme Künstler nur ein schwarzes Viereck malen, weil du so langweilig bist. Ich jedoch bin eine immerfort sprudelnde Quelle der schöpferischen Einfälle. Thank you.
irgendwie. Stell dir mal vor, ich bin so eine tolle Köchin, dass ich selbst aus Fadenpilzen eine köstliche Buttercremetorte mit Marzipan braten kann. Und zum Nachtisch. Keine Sorge. Ich habe schon ganze brennende Hochhäuser gelöscht. Was ist? Hast du Angst vor den Bären? Ich fürchte mich nicht im geringsten vor ihm. Warum fragst du mich? Weil ich ihn streng erzogen habe. Der Bär gehorcht mir aufs Wort. Wenn er Faxen macht, ab in die Ecke. Wenn er frech ist, gibt es keinen Nachtisch. Und wenn er streitet, Berileinchen, ich verspreche dir, ich mache es nie wieder. Lügen ist unheimlich anstrengend. Dabei muss man eigentlich gar nicht lügen. Es reicht schon, wenn man seine Fantasie spielen lässt. Sag mal, hab ich dir schon erzählt, wie ich mal aus einer Kanone auf den Mond geschossen worden bin? Eins, das fährt und schön aussieht. Keine Sorge, ihr geht schlafen und bis morgen habe ich mir einen Plan ausgedacht. Der kleine Automechaniker. Ich hoffe, ihr könnt lesen. An die Arbeit, Freunde. Als allererstes
Lies ganz genau, was da steht. Motor. Und das ist die Gangschaltung. Und das da, das ist ganz besonders schick. Und das da sind eure ersten Fahrgäste. Achtung, ganz wichtig, ihr müsst lächeln. Und alles andere nach der Anleitung. Was ist los? Können die etwa nicht lesen? Ist mir schlecht. Die können echt nicht lesen. Ihr faulen Schulschwänzer. Nichts als Sechsen. Ich hab den
besser gehen und die Welt retten. Mein Leben. Pass nach links
Traurig. Thank you.
Wenn er niest, wird's gefährlich. wir wollen nur ein bisschen, du weißt schon. Das ist einfach passiert. Ich wollte das doch gar nicht. Hurra! Es hat geschneit. Ich will Schlitten fahren. Ja! Ups. Rennschlitten. Aufhören! Ui! Vorsicht! Aufpassen! Thank you.
Das ist ja ein richtiger Rennschlitten. Aufhören! Ui! Wie kann man das Ding abstellen? Vorsicht! Kann mich nicht jemand hier rausholen? Ich hab's ja verdient.
zurück. Hier, da habt ihr sie zurück. Und sie sind so gut wie neu. Du bist unser kluger und freundlicher Ritter. Der tapferste Held im ganzen Wald. Was für ein komisches Spiel spielt ihr denn hier? So, welche Figur muss ich bewegen, damit ich gewinne? Oh, ich liebe diese Holzfiguren. Das sind Bauern. Und das? Das sind Ponys. Und jetzt werde ich mein kleines Pony reiten. Gidiop, gidiop, gidiop. Ich will jetzt eigentlich gern ins Bett gehen und schlafen. Hm.
Was ist? Wollt ihr noch eins spielen? Giddyab, giddyab, giddyab. Tja, ihr solltet das Spiel vielleicht nicht mehr spielen. Bär! Weltrekord. Karate-Koller. Wir brauchen dringend einen Arzt. Jungs, Hilfe! Ihr müsst schnell.
spinnt ihr denn? Der Bär ist krank. Und ihr wollt euch nur den Bauch vollschlagen? Wenn ihr dem Bären geholfen habt, dann könnt ihr essen, bis ihr platzt. Schlafmittel. Spielsucht höchsten Grades, Medizin unwirksam. Die Medizin konnte ihm nicht helfen. Dann muss ich eben seine Freunde zu Hilfe rufen. Zu Hilfe! Bitte komm schnell! Mein armer Freund. Thank you.
Kind vermisst. Bitte helft mir, sie zu finden. Was ist passiert? Was ist mit mir? Gleich fange ich an zu weinen. Ich lebe wie ein wildes Tier. Ich kann's nicht mehr leiden. Auf einmal macht's keinen Spaß mehr. Ich fühle mich traurig und leer. Oh, könnte ich nur zurück? Ich werd verrückt vor lauter Glück. Das Leben ist mal Spaß, mal ernst. Das Leben ist mal Spaß, mal ernst. Mal Sonnenschein, mal kalter Wind. Du bist erst ein freies Kind, du bist erst ein freies Kind. Wenn du dich willst und lernst und lernst, setz deinen Kopf an, du willst sehr klug sein. Ein kluges Kind ist frei und der Spaß kommt von allein. Es ist schön, ein Mensch zu sein, aber manchmal darf man sich auch zum Affen machen. So, 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 so. Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Dann beginnen wir mal mit der Suche. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage